Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Es ist kein perfektes Geheimnis, dass der Benedikt gerne mal in einen Film geht, auch ins Kino natürlich noch, aber er tut das doch eher selten, um einen deutschen Film zu gucken. Ich weiß gar nicht, wann das vor diesem, den wir jetzt besprechen, das letzte Mal gewesen ist. Er nickt, er wird es euch gleich sagen. Aber wir haben durch mich initiiert, weil ich tatsächlich neugierig war, durch mehrfache Trailersichtung, das perfekte Geheimnis uns angeschaut. Und man kann da jetzt schon mal vorab sagen, das ist mittlerweile der erfolgreichste deutsche Film 2019. Man hat eine Menge eingespielt und eine Menge Zuschauer schon in die Kinos geholt. Was jetzt aber auch nicht weiter verwunderlich ist, denn er benutzt ziemlich viele Zutaten, die erstmal so ein bisschen nach der klassischen deutschen Komödie schreien, egal ob man das jetzt schon werten will oder nicht. Also die Zutaten sind zum einen halt eine Story, die doch sehr auf ein, vom Thema her auf ein junges Publikum, auf ein technikaffines Publikum ausgelegt ist. Dann benutzt man sehr viele A-Riegen Schauspieler, Deutschen und jetzt nicht mehr so wie Iris Berben und Mario Adorf, sondern halt schon die zwei Generationen drunter, also alle etwas jünger mit dem krassen Zugpferd Elias Mbarek, der einer ist in dieser Generation Schweighöfer, Mbarek unter Til Schweiger, die halt einfach am finanzträchtigsten sind. Holt noch ein paar andere rein, wir machen es der Reihe nach und macht so ein kleines Kammerspiel, in dem eigentlich nur 7 Personen im Großen und Ganzen vorkommen, die sich treffen, um einen schönen Nachmittagabend zu verlegen bei Essen. Es sind alte Freunde, vor allen Dingen die Jungs, wie man auch so ein bisschen aus der Vorgeschichte erfährt. Es sollten jetzt hier eigentlich 4 Pärchen am Start sein. Einer kommt aber solo, der hat immer ein bisschen Pech mit den Frauen und es entspannt sich, hat so eine Geschichte ein bisschen größer als der Gott des Gemetzels. Da hat man nur 4 Personen, aber im Prinzip spielt es nur in einer Wohnung und denen ist halt so ein bisschen auch langweilig. Die meisten davon haben ein klassisches Konstrukt von größere und kleinere Kinder, die Probleme, die sich halt so in der Ehe, in der Beziehung einstellen über die Zeit, sind aber alles ganz gut wohl situiert. Und irgendwann kommt man dann auf die Idee, wir könnten doch jetzt einfach mal machen, dass für die Zeit dieses Essens wir alles, was an Social Media, an SMS, an Nachrichten reinkommt, an Anrufen, kommt laut entgegengenommen oder vorgelesen wird, denn wir haben ja alle keine Geheimnisse. Die einen sträuben sich so ein bisschen dagegen, die anderen finden es sofort ganz gut. Am Ende will sich aber natürlich keiner die Blöße geben und alle machen mit. Und wie man jetzt sich schon vermuten kann, lässt aber der erste Skandal, die erste Enthüllung da nicht auf sich warten. Und es kommen natürlich auch ganz viele Verstrickungen. Und es führt natürlich zu einem ganz großen Knall auch hinten raus. Müssen wir uns jetzt selber mal noch überlegen, wie viel wir hier eigentlich spoilern wollen, weil wenn man das alles so bespricht, müsste man wieder fast schon zu viel sagen. Ich weiß jetzt nicht, welcher der letzte deutsche Film davor war, den du im Kino gesehen hast, aber wie fandst du den denn jetzt erstmal so ganz grob, bevor wir dann so den harten Fakten kommen, wer da nur alles mitgewirkt hat und unter wessen Regie und so fort? Mein letzter deutscher Film war noch gar nicht so lange her und zwar Deutschstunde, den ich natürlich nur deshalb sehen wollte, weil Tobias Moretti mitspielt, den ich ja als Schauspieler sehr gerne sehe. Ja, also das war, und das ist ja auch, der hatte seinen Kinostart am 3. Oktober 2019, also noch nicht so lange her. Ich habe auch primär nichts gegen deutsche Filme, ich bin nur dieser deutschen Komödie, man muss es leider jetzt einmal so, es gibt verschiedene deutsche Komödien qualitativ, aber dieser Begriff deutsche Komödie ist leider doch irgendwie geprägt auf diese Kein-Ohr-Hasen-Ära, sag ich mal, und die natürlich auch stark von Til Schweiger geprägt ist und unheimlich erfolgreich ist. Und so ist das perfekte Geheimnis aber nicht, er ist anders. Und der Trailer suggeriert schon große Gefühle und auch den ein oder anderen schmutzigen, schlüpfrigen Witz. Und ich finde, der Trailer verdreht nicht den Film, aber ich fand doch irgendwie hinten raus den Film wesentlich dramatischer, was mir gut gefallen hat, als es eben so eine Revue-Lachnummern-Geschichte ist und wir lachen jetzt mal über ein Tittenbild oder irgendwie Geschichte, die dahinter steckt oder irgendwas. Denn natürlich sind das zwischenmenschliche Geschichten und wenn eben dort irgendwas kommt, was vielleicht mit Untreue zu tun hat oder ähnliches in funktionierenden Beziehungen, dann ist das natürlich ein Drama, ja, im realen Leben und genauso ist es da auch. Also das ist durchaus, also nicht so überaus fiktiv, sondern die Menschen reagieren natürlich menschlich auf das, was geschieht und deshalb hat mir das sehr gut gefallen und der Film ist da auch sehr schnell getaktet, es passiert immer irgendwas, es kommt Stück auf Stück auf Stück und ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Konstellation der Schauspieler
die manchmal gar nicht so richtig zusammenpassen mögen, was ja aber auch gut ist, weil Freunde sind ja auch unterschiedlich. Auch wenn sie miteinander befreundet sind, heißt das nicht, dass sie immer dasselbe wollen und mögen. Und hier war das Einzige tatsächlich, was immer wieder ein bisschen zu Amüsement geführt hat, ungewollt, dass es nicht ganz so hinhaut, biografisch mit den Schauspielern und den Charakteren, die sie spielen, wenn sie einmal Jugendfreunde gewesen sind. Das ist dir gleich irgendwie schon während des Films aufgefallen und ein Kommentar wert gewesen. Genau, also wir können ja mal in die Riege einsteigen, sehr ja übersichtlich, also wir haben ein Pärchen schon zusammen erprobt, Elias Mbarik und Caroline Herfurth, die haben ja nur die drei Fuck You Goethe-Filme zusammen gemacht, unter der gleichen Regie, wie sie auch hier geführt wurde, von Bora Taktekin. Aus dieser Riege, aber in Fuck You Goethe noch eine Schülerin gewesen, deswegen ist das ein bisschen lustiger, aber das passt hier schon, die Jella Hase. Die spielt nämlich die relativ neue Freundin vom Frederik Lau, auch ganz bekannter deutscher Schauspieler, einer, der uns eher auch positiv ans Herz gewachsen ist. Und dann haben wir noch das dritte Pärchen halt, Jessica Schwarz und Wotan Wilke-Möhring. Ne? Und die letztgenannten haben halt schon schwerst pubertierende Tochter mit den Problemen, die da auf Eltern zukommen. Mbarik und Herfurth haben halt eher zwei kleine Kinder und die Schwiegermutti von ihr, die zu Hause auf die Kinder aufpasst. Und er ist der moderne Familienvater, der die Kinderfürsorge übernommen hat. Dafür geht sie arbeiten, also ein bisschen umgedreht. Frederik Lau ist ein bisschen nicht erfolgreich, ist Taxifahrer, hat immer neue Ideen, aber es kommt nichts, hat sich jetzt eine Junge geangelt, aber ein bisschen reich, wie man dann so erfährt. Und der siebte im Bunde, der da allein auftritt, weil er irgendwie die Freundin erst ganz neu hat und sie kann nicht, Florian David Fitz, uns ja auch relativ gut bekannt. Das passt grundsätzlich alles schon ganz gut zusammen, wenn man natürlich überlegt, dass die Verbindung über die Jungs zustande kommt, die dann im Alter von 10 Jahren, wie am Anfang war, mal so einen Blödsinn gemacht haben mit Blutsbruderschaft und der eine war fast verreckt und dann guckt man mal durch und dann sieht man, dass also Wotan Wilke-Möhring ist halt Mitte 50 und der Frederik Lau ist halt 30, aber gut, der eine sieht halt jünger aus, als er ist, der andere durch die hohe Stirn jetzt schon ein bisschen älter, das passt schon. Also ich finde, daraus zieht der Film halt auch viel und gewinnt durch seine Akteure, wie die Verstrickung und ob das so glaubhaft ist, das ist ein bisschen zweitrangig. Ich fand es ganz gut, wie man es dargestellt hat, das habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen, dass man jetzt nicht eingeblendet hat. Es gibt ja auch so Filme, da wird dann immer eingeblendet, auch für den Zuschauer direkt, was man sieht, welche Textnachricht kommt, dann hat man gesagt, das wäre zu krass gewesen, das würde dich bombardieren, vielleicht dann doch die falsche Zielgruppe. Hier wird es halt eigentlich immer so, Überraschung, und ich lese jetzt vor. Was ich aber ganz spannend fand, und ich habe es eher zufällig rausbekommen, als ich einen anderen Film sah, wo aber das Titelbild genauso aussah. Und ich dachte, hey, das kommt dir doch bekannt vor, aber das sind ganz andere Leute. Und es gibt eine italienische Komödie, die heißt Perfetti Sconosciuti. Das habe ich jetzt bestimmt richtig bescheuert ausgesprochen. Völlig Unbekannte heißt die, aus dem Jahre 2016. Und bei Netflix ist dieser, das weiß ich gar nicht zu sehen, aber ich habe die französische Variante, nämlich jetzt nochmal nachgeguckt. Der heißt Le Jeu, ist ein bisschen kürzer geraten und ist auch schon ein Jahr alt. Und vielleicht willst du den ja auch nochmal gucken. Man kann schon vorher sagen, er ist zu 90% gleich, aber er hat so ein paar Unterschiede. Und ohne jetzt zu viel da jetzt in den direkten Vergleich reingehen zu wollen, merkt man halt das, was man dem Deutschen dann immer noch ein bisschen anlasten könnte, ist die Glättung. Diese nur schönen, hippen Menschen, bekannten Darsteller. Wenn man die Französischen anguckt, da ist unser, der da alleine kommt, ein relativ dicker, ein pummeliger. Die sind alle älter, die haben nicht diese Backstory, dass sie als coole Jugendklicke dann zusammen Blutsbrüderschaft gemacht haben. Aber das Krasse ist an der französischen Entsprechung, und ich weiß gar nicht, wie das italienische Original ist, dass beim Deutschen hat der Regisseur bei der Adaption gesagt, er will das lustig machen, er will das zur Komödie machen. Und der Ton beim Französischen ist ganz anders. Es passiert im Prinzip das Gleiche, aber es ist halt bierernst die ganze Zeit. Und es ist wie ein anderer Film. Und da gebe ich das Mikro gleich ab. Der Film hat ja ein paar Vorbilder aus einem ganz anderen Genre. Das würde man jetzt aber vielleicht oberflächlich gar nicht merken bei der Betrachtung der deutschen Variante. Wenn man aber dann die sehr ernste französische anguckt, dann ist das irgendwie schon viel mehr klar, wo da sich inspiriert wurde. Also ich habe sofort
an Alfred Hitchcock denken müssen. Cocktail für eine Leiche, das ist zwar sehr weit hergeholt, aber nicht, naja, wohl nicht ganz weit her, denn die Ausgangssituation eben, die Isolation, die freiwillige Isolation in dem Zimmer. Und nur dort handelt die Geschichte eben fast in, ja, Originalzeitlauflänge, sagen wir mal. Ja, es geht um einen Abend, ein abendfüllender Film. Und irgendwie musste ich schon auch eben dort dran denken an Hitchcock. Ob das jetzt tatsächlich damit verbunden ist, ist erstmal eine andere Geschichte. Aber natürlich kam ja auch die Idee, als die Trailer im Kino liefen, ja, das ist jetzt eigentlich eine ziemlich coole Idee. Hatte die nicht schon mal jemand vorher gehabt vielleicht, weil kommt ein bisschen spät, weil dieses Social Media hat sich ja schon lange etabliert und auch dieses Smartphone, dass man da auf einem Gerät auf alle Kommunikationskanäle zurückgreifen kann, E-Mail, SMS, ja, und eben WhatsApp, Facebook und Anrufe. Ja. Und in der Tat scheint es, hast du mir gerade die Augen geöffnet, schon in letzterer Vergangenheit, in den letzten Jahren schon andere Länder die Idee gehabt zu haben, das umzusetzen. Und das ist natürlich spannend, dass es dann in der Tat die Komödie sich am besten verkauft. Ich glaube, dass sich kaum einer Deutschstunde angesehen hat, weil es halt doch ein Drama ist, auch in Literaturverfilmung. Übrigens im Vergleich dazu habe ich gerade gesehen, lauter IMDb hat der Deutschstunde nicht einmal 2 Millionen Euro eingespielt. Und wo stehen wir denn gerade bei Das perfekte Geheimnis? Na, ich glaube, der Eintrag ist jetzt vielleicht nicht der aktuellste, aber du hast was erzählt von über 3 Millionen Zuschauern und dann gleichsam gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob jedes Ticket 10 Euro kostet in Deutschland, aber könnte man jetzt leicht die Rechnung aufmachen. Bei über 30 Millionen, das ist, glaube ich, schon eine gute Zahl. Ich weiß nicht, was hier Produktionskosten waren. Die sind ja wahrscheinlich nicht so hoch. Du hast halt die Gagen von den 7 nicht ganz so billigen deutschen Schauspielern sicher. Und danach, ich habe ein bisschen gelesen, wir hatten uns so gefragt, Mensch, was für eine perfekte große Wohnung da in München. Haben sie natürlich keine gefunden, die wollten sie ursprünglich. Das hat man dann schön nachgebaut in einem Studio, hat man auch den Vorteil gehabt, dass die rund um die Uhr durchdrehen konnten. Haben es aufgrund der Geschichte fast chronologisch gemacht, was ja dann doch auch eher selten ist. Und die Hürde beim Dreh war natürlich, dadurch, dass fast alle immer in jeder Szene vorkommen, musstest du das Ding halt durchziehen und konntest das halt nicht, wie es bei manchen anderen Produktionen ist, auch jetzt hat man der mit denen eine Szene und jetzt kannst du mal hier noch in der Zwischenzeit einen anderen Film drehen, war das dann wohl eine relativ kompakte Geschichte, andererseits auch mit viel Probe, also das hat man gemerkt, das hat vom Zusammenspiel, vom Vibe her zwischen den Leuten ganz gut funktioniert, obwohl ich denke, da hat man auch durchaus da profitiert, dass viele von denen sich in unterschiedlichsten Konstellationen auch schon kannten. Es fällt jetzt ein bisschen schwer, über diese Thematiken innerhalb des Films zu reden, weil man dafür sehr viel spoilert. Da bleibt er vielleicht an vielen Stellen nicht fragwürdig, aber sehr unterschiedlich interpretierbar, wie man auch lesen kann in der Rezeption der anderen. Die einen finden ihn ähnlich gut wie wir, was man, glaube ich, vom Unterhaltungsfaktor nicht widersprechen kann. Wenn man jetzt natürlich aber jetzt in die tiefen Interpretationen da reingehen will und wie manches dargestellt ist, kann man dem auch noch gewisse Vorwürfe machen. Machen wir hier jetzt mal nicht, weil das würde Spoilern gleichkommen. Aber ich fand das halt unheimlich interessant, wenn man wirklich diese Filme, diese Konzeptfilme nach einem Drehbuch verschiedene verfilmt. Das gibt's ja manchmal, ne? Jetzt komme ich natürlich gleich nicht drauf. Ich habe mal so ein, da gibt's ein Film, da hat eine belgische Entsprechung, eine niederländische Entsprechung und das amerikanische Remake. Den haben wir, glaube ich, auch angesprochen, wo es um so ein Verbrechen geht in so einem Hotelzimmer aus verschiedenen Perspektiven. Da war das auch sehr interessant, diese unterschiedlichen Ansätze da zu sehen, wo man halt auch gesehen hat, wie geglättet der amerikanische Film auch von Darstellern, dass das alles sehr objektiv hübsche Menschen sind, etc. pp. Und dass da die Europäer ein bisschen erdiger sind. Und hier ist es halt genauso gewesen. Also das finde ich halt ein wunderbarer Vergleich. Aber an sich funktioniert der Film auch für sich. Und wenn es denn, sagen wir mal so, als Fazit eine deutsche Komödie sein will, dann gehört die auf jeden Fall zu den besseren, weil die jetzt nicht nur so platt und einfach ist und sich auch schon, das ist ja dann auch ein bisschen ein Kompliment meinerseits an den Regisseur von Fuck You Goethe, auch gut abhebt und dann noch ein paar andere Zielgruppen bedient. Also das kann man durchaus auch mal noch einen Blick riskieren.